Wernicke, der Tagestipp am Montag und natürlich da bei uns im Studio Hans-Jürgen Haag. Bedeutet, wir wollen uns auf die Charttechnik konzentrieren. Wir blicken heute nach Amerika. Herzlich willkommen, Hans-Jürgen Haag, Redakteur von AB Tradings. Herr Haag, wir schauen über den großen Teich, wir schauen nach Amerika, Dow Jones oder die Nasdaq. Wie sehen die beiden Indizes gerade charttechnisch aus? Ja, guten Tag, Herr Weingran. Die beiden Charts, also Nasdaq 100, genau wie Dow Jones, sehen beide gut aus. Wenn man ein bisschen zurückblickt, wir hatten ja im Dezember unter niedrigen Umsätzen neue Hochs generiert. Das war natürlich noch nicht von Dauer. Wir hatten auch etwas zu viel Optimismus. Wir haben dann die Korrektur gehabt im Januar. Die wurde verstärkt durch diese Problematik der PIX-Staaten, also die Verschuldung. Die Korrektur war aber sowieso notwendig, sie wäre sowieso gekommen. Aber sie wurde verstärkt. Und da hat man dann auch sehr schön sehr viel Angst bekommen in den Märkten. Das ist immer sehr, sehr gut. Und dann hat der Markt einen Boden gebildet, hat sogar keine Fehlsignale gezeigt. Das ist auch sehr gut. Und jetzt, still und heimlich, ist er gestiegen. Jetzt kriegt er ein bisschen Dynamik. Man sieht es im Chart, Nasdaq 100 kratzt schon fast an den Jahreshochs. Dow Jones ist noch etwas davon entfernt. Sieht aber beides sehr konstruktiv aus. Wir haben im Candlestick-Chart sehr viele weiße Kerzen. Das heißt, das ist immer sehr, sehr gut. Zeigt, dass da Kaufdruck im Markt ist. Also insgesamt, Aufwärtsbewegung ist intakt. Zu der gehört aber auch Rücksetzer. Aber insgesamt, beide Charts sehen gut aus. Beide Charts sehen gut aus, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen Geld verdienen, wollen ein bisschen spekulieren. Auf welchen der beiden Indizes würden Sie jetzt setzen? Ich würde generell nicht nur jetzt immer auf den Nasdaq 100 gehen oder vielleicht den S&P 500. Der S&P 500 hat im Moment ein bisschen die Problematik, dass sehr viele Finanztitel drin sind. Also das kann man etwas schwieriger kalkulieren. Aber Dow Jones würde ich so als Instrument ganz, ganz selten nehmen, weil es ist halt nur ein Durchschnitt, kein Index. 30 Werte und da kann es sehr schnell sein, dass da ein oder zwei Werte den ganzen Index ein bisschen verzerren. Es ist aber so, dass die Privaten sehr, sehr stark auf den Dow Jones gucken und das machen sich manchmal auch die Großen zunutze, indem sie den Dow Jones ein bisschen mehr unter Linien fallen lassen. Die Privaten gehen dann alle raus. Das ist auch passiert jetzt im Frühjahr, sieht man sehr schön an dem Chart. Der Nasdaq hat eigentlich seine Unterstützung bei 17,40 oder 17,20 war das, glaube ich, gehalten, währenddessen der Dow Jones in dieser Zeit deutlich unter 10.000, 10.030, da war die Linie, gefallen ist, mehrere Tage drunter geblieben ist. Da sind natürlich die Kleinanleger sehr stark nochmal bärisch geworden, rausgegangen. Der Markt ist dann gestiegen. Man sieht es auch sehr schön, der Nasdaq 100 hat im Moment die Führungsrolle, ist der stärkste Index aller Indizes in den USA. Und das ist auch gut so. Und das bestätigt auch die Aufwärtsbewegung. In einer Aufwärtsbewegung ist meistens der Technologiebereich der, der führt. Und deswegen im Moment, wenn Sie hier auf Long spekulieren wollen, auf steigende Kurse, dann den Nasdaq 100 nehmen. Die Nasdaq 100, also Ihr aktueller Favorit. Jetzt natürlich die Frage, auf welches Produkt würden Sie hier setzen? Ja, das ist ein Hebelprodukt, also schon etwas, was nicht unbedingt für Witwen und Waisen gedacht ist, sondern schon für den spekulativen Anleger, der sich dem Risiko auch bewusst ist. Hebelprodukt heißt, Sie haben ja meistens, also Sie haben fast immer so gut wie kein Aufgeld. Sie gehen 1:1 mit dem Index mit, man muss sich das Währungsverhältnis noch einrechnen, das heißt, ein Punkt im Nasdaq muss man dann durch 1,36 aktuell, also das Euro-Dollar-Verhältnis, teilen. Das ist dann das, was im Produkt selber rauskommt an Anstieg oder Rückgang. Ja, geht 1:1 mit, also sehr spekulativ. Die Rede ist also von einem XXL-Wave-Call auf die Nasdaq 100. Wie genau funktioniert dieses Produkt jetzt? Ja, Sie haben hier einen Basispreis. Dieser Basispreis, der definiert natürlich das, was der Schein wert ist. Differenz. Basispreis zu aktuellem Kurs geteilt durch das Währungsverhältnis ist dann der Wert des Scheines. Basispreis liegt im Moment liegt bei 1746,80. Dazu haben wir noch eine Barriere. Das heißt, wenn diese Barriere schon erreicht wird, dann wird der Schein ausgenockt. Allerdings nicht bei Null, sondern dann kriegt man noch die Differenz zwischen Basispreis und Barriere. Das sind ungefähr 36 Cent, wenn ich richtig rechne. 36 US-Cent, und das müsste man durch Währungsverhältnis teilen, also ungefähr 20, 25 Euro-Cents würde man noch wieder bekommen. Also da würde der Schein ausgenockt werden, nicht wertlos, aber halt mit einem geringen Wert. Ja, da muss man drauf achten halt. Sollte man den Schein jetzt direkt kaufen oder sollte man auf ein paar Rücksetzer warten, um zu sagen, man kommt ein bisschen verbilligt in den Schein rein? Man sollte nicht sofort einsteigen. Wir haben jetzt in den letzten Tagen sehr viel gewonnen. Hier ist doch schon ein Rücksetzer sehr wahrscheinlich. Auch vor dem Hintergrund, dass wir in der nächsten Woche, also am 19. März oder ist das, glaube ich, ja, also den Freitag nächster Woche, da haben wir den großen Verfalltag. Und oft ist es so, dass wir dann in der Woche davor einen gewissen Rücksetzer haben. Und das könnte durchaus diese Woche der Fall sein. Ich erwarte schon, dass wir hier im Nasdaq, genauso wie im Dow Jones, S&P 500, leicht zurückfallen. Das heißt, man sollte doch hier mit Kauflimits arbeiten. Das heißt,
tiefer limitieren. Mein Vorschlag wäre 0,95 und 0,83 Euro. Das heißt, diesen Schein in zwei Hälften kaufen. Man weiß nicht, wie weit so ein Rücksetzer läuft. Und diese beiden Limits in den Markt legen zum Kauf. Wir haben ja die Barriere eben angesprochen, dann gibt es um die 20 Cent zurück. So viel Verlust wollen wir natürlich jetzt nicht machen. Man kann den Schein ja auch noch durch einen Stoppkurs absichern. Wo würden Sie den aktuell jetzt hier bei dem Schein dann platzieren, wenn man reingekommen ist? Ja, also wenn man diese Kauflimits dann übernimmt, die ich jetzt vorgeschlagen habe, würde ich als Stoppkurs 0,55 Euro platzieren im Schein. Das ist dann ganz gut. Das ist ungefähr 1824 Punkte im Nasdaq 100 selber. Da würde der Schein ausgestoppt werden bei diesem Stopp. Sie haben ja selbst gesagt, übernächsten Freitag kann es dann zu Rücksetzern kommen, wo der Anleger zuschlagen sollte über die empfohlenen Kauflimits, die Sie gerade abgegeben haben. Wie lange sollte er dann in dem Schein drinbleiben, wenn er jetzt reingekommen ist? Ja, also den Rücksetzer erwarte ich eigentlich in dieser Woche. Das heißt, in dieser Woche sollte eigentlich das Kauflimit aufgehen. Und wenn man dann wirklich reingekommen ist, vielleicht nur mit der Hälfte, das kann auch sein, dann müsste man halt überlegen, ob man die zweite Hälfte dann auch noch kauft. Aber insgesamt sollte man dann schon etwas länger drinbleiben. Ich denke schon, wenn die Aufwärtsbewegung hier weitergeht und wir neue Höchstkurse bekommen, dass wir dann doch ein freundliches Frühjahr sehen können. Also bis zum Mai ist so ein Horizont, wo man durchaus hier so sagen kann, da könnte man noch den Schein halten. Neue Höchstkurse, freundliches Frühjahr. Jetzt wollen wir natürlich auch mal gucken, wie viel Potenzial in dem Schein steckt. Wenn die Höchstkurse tatsächlich geknackt werden könnten, wie weit kann es Ihrer Meinung nach nach oben gehen? Ja, ich denke, wenn die Höchstkurse mal geknackt werden, dann kann es hier auch durchaus stärker nach oben laufen. Das heißt, dann haben wir auch eine Rallye-Chance von vielleicht 8-10% im Nasdaq. Und dann wird der Schein sich doch schon mehr als verdoppeln. Verdopplung des Scheins, das hört sich gut an. Vielen Dank, Hans-Jürgen Haag, Redakteur von AB Tradings. Das war unser Tagestipp am heutigen Montag. Wir haben verglichen Dow Jones und Nasdaq. Der Favorit von Herrn Haag, die Nasdaq 100. Das Potenzial, was er sieht, wenn neue Höchstkurse erreicht werden könnten, der Schein könnte sich dann verdoppeln. Also gute Aussichten für Sie. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein Stück weiter helfen. Morgen gibt es wie gewohnt einen neuen Tagestipp und ich hoffe, Sie sind wie immer mit dabei.